Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen bei Olli Uncut. Ja, heute habe ich Post bekommen, ein kleines Paket hat mich erreicht und zwar von meinem Kumpel Enno. Wir kennen uns schon des Längeren und er hat mir immer wieder mal richtig geile Shirts zukommen lassen. Und auch in diesem Paket hier müssten ein, zwei Shirts drin sein und das ist ein komplettes Überraschungspaket. Also ich weiß gar nicht, was hier drin ist, ja. Und deswegen bin ich umso gespannter. Das macht natürlich besonders viel Freude. Ich werde das jetzt direkt mal auch aufmachen. Wem ist aufgefallen? Nein, das fällt eigentlich selten auf, weil ich davor sitze. Seht ihr da die leere Stelle? Da hat sich bis gerade eben noch mein Kampffisch Happy aufgehalten in einem kleinen Nano-Becken. Und dieses Becken habe ich heute, ja, ich habe einen Wasserwechsel gemacht, also die Hälfte Wasser raus, ungefähr. Und dann war es immer noch sauschwer, also immer noch um die 30 Kilo gehabt, das Ding. Obwohl, ja, also das Aquarium wiegt halt auch ein bisschen was. Und Steine drin, Wurzeln drin und so weiter. Hab das Ganze runter ins Esszimmer, wo die anderen Aquarien auch stehen. Und da hat sich in den letzten Tagen einiges getan. Das Video werde ich dazu morgen machen. Es hat nämlich wieder eine kleine Umstellung gegeben. Ja? Was das genau heißt, werdet ihr dann im nächsten Video erfahren. Jetzt gucken wir aber erstmal hier rein, in dieses Paket. Ich bin schon sehr gespannt. Nicht zu tief schneiden. Wie gesagt, die Shirts, die der Enno hier mir öfters schon mal zukommen hat lassen, die sind aus den USA, also importierte Ware, und diese Motive kriegst du hier in Deutschland absolut gar nirgends, ja. Und ich stehe total auf sowas, ich stehe auf Fanshirts, jetzt habe ich ausnahmsweise mal keins an, aber normalerweise stehe ich total auf Hey, was ist das? Ist das ein Wunderbaum? Ist das vielleicht ein Wunderbaum? Das ist jetzt natürlich auch ein Knaller. Ein Chucky. Also entweder ist das ein Wunderbaum oder einfach nur so ein Aufhänger. Aber auf jeden Fall kommt er ins Auto. Hundertprozentig, ja? Ein kleiner Chucky. Das ist ja mal geil. Also da freue ich mich. Geil. Ich weiß nicht, ob das ein Wunderbaum ist. Ich will den jetzt auch noch nicht aufmachen. Erst wenn ich den ins Auto hänge. Und ich bin dann gespannt, ob das ein Wunderbaum ist. Oder... Ich glaube ja. Ja, das ist ein Wunderbaum. Das ist tatsächlich ein Wunderbaum als Chucky. Das ist ja mal mega. Der kommt heute direkt ins Auto. Geil. Also vielen herzlichen Dank jetzt schon mal dafür. Und jetzt haben wir, ich weiß nicht, wie viele Shirts das sind. Ich schätze mal zwischen 2 und 5. Er hat sich auch nicht ganz... er wusste selber noch nicht genau, wie viel er hier reinpackt. Sagen wir mal so. Aber es sind schon mal mehr als 2. Das habe ich jetzt schon mal im... Also 1... Ich will noch nicht auf die Motive gucken. 2. Mal gucken. 3. 4. 5. 5 Shirts, Leute. Geil. Ey, Moment. Ich muss nochmal durchzählen. Ich glaube, ich... 1, 2. Ich freue mich. 3. 4. 5. 6 Shirts. 6 T-Shirts, Leute. Ich bin der Meinung, ich habe jetzt schon mal alles geschafft fürs Wochenende. Ja, also ich freue mich tatsächlich. Ich bin so ein Fan von solchen Shirts. Und jetzt gucken wir uns mal die Motive an. Ich werde die T-Shirts jetzt nicht jedes einzeln anziehen. Und ich weiß nicht genau, ob in M oder L, weil wir hatten da mal eine Absprache, wenn er M hat, ist M okay. Ja, aber L ist dann... besser, sage ich jetzt mal so. Aber M und L, der Unterschied zwischen den Shirts ist nicht so gewaltig. Also ich habe schon M-Shirts von ihm bekommen und L-Shirts. Von dem her lassen wir uns mal überraschen. So, ich packe jetzt eins nach dem anderen aus. Das mache ich und präsentiere die Motive. Aufs Video morgen freue ich mich aber auch. Die Umstellung, die hat heute, also in den letzten Tagen, immer wieder mal stattgefunden. Ja, immer wieder peu à peu. Ja, und... mittlerweile ist es so, dass das Aquarium steht, die Schränke, die ich da aufgebaut habe, stehen, Beleuchtung sitzt und dann wird natürlich noch eingeräumt. Wir wissen auch schon, was da rein soll, so ungefähr. Es sind insgesamt 5 Fächer, wo Sammlungsstücke reinkommen. Mehr will ich jetzt noch gar nicht, weil ich weiß, ich spoiler immer wieder.
Aber mehr will ich gar nicht sagen. Da freue ich mich schon auf das Video morgen. Aber jetzt erstmal zu den Motiven. Da freue ich mich auch ganz besonders. So, wir haben hier einmal Hellraiser. Oh, von Hellraiser habe ich noch gar nichts als T-Shirt. Noch gar nichts, tatsächlich. Wir haben die Größe L. Perfekt. Und so sieht das Motiv aus. Geil. Ein absolut geiles Shirt. Also ich sehe es hier. Ich habe hier einen Kontrollbildschirm, ja, und ich sehe das selber, während ihr das seht. Und ich sage jetzt mal, absolut fantastisch. Geil. Also das ist ein geiles Shirt. Ganz ehrlich, ich bin jetzt schon total happy. Von Hellraiser habe ich noch gar nichts. Also wie gesagt, Hellraiser 1 bis 4 sind absolut anschaubar. Danach kannst du die Filme natürlich auch vergessen. Ja, also danach absolut B-Movie und nicht mehr sehenswert. Aber 1 bis 4 absolut Kult. Also 1 bis 3, meine Favoriten. Und 4 kann man absolut auch noch anschauen. Ja, so, kommen wir zum nächsten Shirt. Und ich habe unfreiwillig jetzt schon drauf geguckt, was es ist. Es ist ein Film, wo ich mit dem ersten Teil absolut gar nichts anfangen konnte. Also wirklich gar nichts. Ich habe es 2-3 Mal probiert. Ich habe ausgeschalten. Ich habe den auch nicht bis zu Ende geguckt. Der zweite Teil, muss ich sagen, der hat mir wieder relativ gut gefallen. Ja? Es geht hier um Terrifier. Ja? Terrifier. Und hier Art der Clown in einem absolut geilen Motiv auch. Ganz ehrlich. Richtig, richtig, richtig geil. Seht ihr das? Das ist mal richtig gorig. Also richtig, richtig gore und bloody und verrückt. Und der Druck, Leute, ich schwöre es euch, bei allem, was mir heilig ist, der Druck ist fantastisch. Der Druck hier auf diesen Shirts ist mega, mega krank. Ich habe hier schon einige Shirts von ihm immer wieder gewaschen, weil ich trage ja täglich diese Fanshirts, ja. Und da ist noch nichts verwaschen, nichts hat sich abgetrennt hier von der Oberfläche oder so. Richtig geil, ja. Terrifier, mega. Man muss dazu auch wieder L, oder? Ja, L, cool, geil. Also ich freue mich tatsächlich richtig doll. Also mega. Richtig nice. Ich bin schon sehr gespannt auf die nächsten Motive. Wie gesagt, preismäßig sind die jetzt so, ich sag jetzt mal so, wenn du dir ein T-Shirt bestellst im Internet, ja, und sagst, oh, dieses Motiv hätte ich unbedingt gern. Wie viel ist man dann bereit zu bezahlen, ja? Und hier, ich sag jetzt ganz ehrlich, es ist wirklich hart an der Grenze, was ich jetzt für ein Shirt ausgeben würde, ja. Aber es ist so, dass ich die Motive sowas von geil finde und die Qualität, dass ich dafür sogar noch einen Zehner mehr bezahlen würde, als hier vom Enno angepreist wurde, sage ich jetzt einfach mal so, ja. Und, nochmal Hellraiser, Leute. Ah, das Originalmotiv vom ersten Teil ist das, glaube ich, oder? Auch richtig stark, richtig geil. Also das geht auf jeden Fall absolut klar. Richtig geil. Diesmal relativ dezent, weil das ist hier das Original-Motiv, wie man es kennt. Und ist absolut fantastisch. Diese Farbtöne, die hier wirklich satt drauf sitzen und dann die Oberflächenbeschaffenheit, richtig geil. Ich stehe drauf. Ganz ehrlich, richtig, richtig geil. Wow. So, dann haben wir jetzt nochmal ein Shirt. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe auch wieder was Rotes gesehen. Rot gefällt mir auch in der Verbindung zu schwarzen Shirts, gefällt mir Rot immer sehr, sehr gut. Ja? Aber zu Schwarz passt eigentlich fast alles. So, wir haben ein Dead Alive. Geil. Geiles Motiv. Also auch wieder ein richtig geiles Motiv. Mega, mega, mega krasser Film. Also wirklich, der Film ist kultig ohne Ende. Und das Motiv ist auch wirklich sehr stark. Richtig geil. Ja, das kann man tragen, würde ich sagen. Das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gern tragen.
Fantastisch, wirklich. Also diese Motive, wer sich das hier ausdenkt, ist künstlerisch auf jeden Fall auf einem ganz hohen Niveau und hat das drauf, würde ich sagen. Bei mir war auch manchmal so, also damals, wo ich noch Filme gesammelt habe und zwar sehr gesammelt oder früher noch, wo ich noch CDs gesammelt habe. Ich war mal so eine Zeit lang immer noch am Techno hören, also Techno, Hardcore auch und so. Und da gab es diese Thunderdome-Reihe. Und ich musste immer unbedingt als allererstes in den Müller oder Mediamarkt oder wo sie verkauft wurden. Nur wegen den Motiven habe ich sie dann irgendwann mal nur noch gekauft, weil Hardcore war dann nicht mehr so mein Bereich, was ich so gern höre. Aber allein wegen den Motiven habe ich die CDs alle gekauft, ja. Und das waren ja auch damals, was hat das gekostet? 40 Mark oder so, ja. Also noch im Mark, D-Mark Bereich. Aber allein wegen den Motiven habe ich immer die CDs kaufen müssen, ja. Also, und das war wieder wie so eine Sucht. So, und jetzt haben wir hier nochmal Terrifier, sehe ich gerade. Und das Motiv gefällt mir noch besser, ganz ehrlich. Und das ist von Terrifier 2, genau, ja, genau. Der Film ist auch absolut abgefahren, ganz ehrlich. Terrifier 2. Und gefällt mir auch wegen diesen Traumsequenzen mit diesem Girl da, keine Ahnung, mit diesem, weiß nicht, wie man die da nennt im Film oder so, aber total abgespaced, ja. Und mit dem Schwert und mit der, also ganz krank. Wirklich ein kranker Film. Hat mir aber weitaus besser gefallen wie der erste. Und der dritte ist ja auch schon in den Startlöchern und ja, bin da sehr gespannt. Ja. Also der Clown an sich, so cool wie er gemacht ist, so optisch kann man machen und so. Aber dass er da gar nichts redet, immer nur ein bisschen wirr und verrückt guckt und so, ist jetzt nicht mein Lieblingshorrorcharakter. Also auf jeden Fall nicht. Das wird auch nie mein Lieblingsfranchise werden oder einer der Filme, wo ich sage, ey, den kannst du einmal im Jahr gucken. Ist leider nicht so. Aber hier dieses Artwork ist mal richtig geil. Und wie gesagt, Art der Clown, schon eine coole Idee. Viele feiern den. Ich finde ihn überhyped. Also overhyped heißt es, glaube ich, ja. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Shirt. Ich habe noch nicht drauf geguckt, tatsächlich. Bin auch so, schon sehr gespannt und bin echt happy. Also richtig geile Shirts. So, ich werde das Ganze jetzt mal mit euch zusammen. Wow. Oh ja. Halloween, Leute. Halloween. Und zwar Rob Zombies Halloween 2. Haben wir hier als geiles Artwork. Gefällt mir auch wirklich wahnsinnig gut. Von Rob Zombies Halloween 1 habe ich schon ein Shirt, tatsächlich. Und hier haben wir jetzt Rob Zombies Halloween 2. Ich werde euch demnächst mal, wenn ihr Bock drauf habt, mal alle meine Fanshirts präsentieren in einem Video. Das wird zwar eine schnelle Nummer, weil ich versuche es auf schnell zu machen, ja. Wo ich zum Beispiel präsentiere, wie ich jedes dieser Shirts einmal tragen werde, um zu zeigen, ja, so sieht's aus. Alle meine Fanshirts, das mache ich demnächst mal. Die Idee ist nicht ganz neu, ja, das habe ich sogar schon mal gemacht, aber seitdem sind bestimmt 100 neue Shirts in die Sammlung gegangen und seht ihr, das sieht doch mal nice aus. Cool! Ich bin happy, ich bin mega happy, ich bin sehr, sehr happy und das hier ist auch eine witzige Sache auf jeden Fall. Also vielen lieben Dank, Enno, mein Freund, richtig geil. Wir quatschen miteinander, das weißt du ja, machen wir ja regelmäßig und dann sage ich auch schon wieder, um das Ganze hier nicht künstlich in die Länge zu ziehen, vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen, wie gesagt, kommt mein Umstellungsvideo vom Esszimmer. Da haben wir uns neu eingerichtet. Ich werde euch morgen darüber mehr berichten, ja. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Wer noch kein Abonnent meines Kanals ist, kann das sehr gern und kostenlos nachholen. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr kein neues Video verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal, euer lieber Olli Uncut. Ciao!